So, da sind noch ein paar Hunduster. Hier kann ich nach oben. Oh, Trassler, dich haben wir, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, ihr müsst aber generell keine Angst haben, mit dem, was ihr schreibt, Leute zu vergraulen. Also ich glaube, wenn ihr wirklich mit euren Chat-Kommentaren irgendwo hart aneckt oder wirklich nervt auf Dauer, dass man das anhand der Reaktion eigentlich ziemlich gut merkt. Also ich denke, solange Leute immer noch ganz normal und freundlich auf euch reagieren, müsst ihr euch da auch keine Sorgen machen. Also ich denke, wir haben schon einige Leute im Chat. Mir würden da so ein paar Leute einfallen. Ich nenne aber keine Namen, die in dem Punkt da sehr gnadenlos ehrlich sind, wenn jemand wirklich nervt auf Discord oder im Chat, dass es dann halt auch wirklich direkt gesagt wird. Na? Deswegen, solange ihr euch einfach gut eingliedert ins Ganze, müsst ihr euch, glaube ich, keine Sorgen machen. Und ganz ehrlich, selbst wenn ihr irgendwo aneckt, man kann da immer drüber reden. Also, ne? Ein Luxio. Habe ich für dich noch Platz? Ich könnte potenziell Pika dann. Ja, oder. Aber Luxio wird auf jeden Fall gefangen. Ich mag auch den Ruf generell von der ganzen Entwicklungsreihe sehr gerne. Wobei Shinox klingt immer noch so ein bisschen derpig, aber ich finde Luxio und Luxa klingt auch richtig elegant. Ich bin noch nicht gebannt, also mache ich auch nicht alles falsch. Ja, aber ich glaube, so diese Angst, was andere Leute denken, hat wahrscheinlich jeder. Oder zumindest sehr viele Leute. Na komm, Bidi. Aber wie gesagt, so an sich denke ich, wenn irgendwas wirklich blöd ankommt, dann kann man da auch drüber reden und dann kann man da auch immer dran arbeiten. Also ich glaube, wenn es halt wirklich nur darum geht, ihr schreibt normale Chat-Kommentare und die kommen vielleicht mal blöd an, es ist jetzt ja kein Grund, euch sofort zu bannen. Na? Also das ist ja dann auch nicht so extrem schwerwiegend, als wenn ihr irgendwie Leute beleidigen würdet oder so. Huch. Deswegen, da kann man immer dran arbeiten. Also um wirklich sofort hier gebannt zu werden oder generell um gebannt zu werden, muss man sich entweder schon einen riesigen Fauxpas leisten oder einfach über einen langen Zeitraum hinweg immer wieder Kleinigkeiten machen, die nicht okay sind und es einfach nicht lernen. Eins von beiden. Zack. Wo bin ich jetzt hier überhaupt? Jetzt bin ich wieder hier. Du kommst mit. Kann ich da vielleicht Trasslers Pokestärke mal benutzen? Wie funktioniert denn die? Kreise ziehen, um Energieringen zu formen. Ziel gilt nach Schleudern als gestoppt. Was? Okay, das habe ich nicht so ganz verstanden. Also ja, da waren diese Dinger am Boden, aber haben die irgendwas gebracht? Man weiß es nicht. Egal, wir haben es mitgenommen. Ja, ich glaube, das ist aber generell so ein Mysterium des Internets, warum manche Leute einfach Spaß dran haben, überall ihren Dünnpfiff abzulassen. Also ich würde behaupten, dass es einfach sehr oft darauf zurückzuführen ist, dass die Leute selber Probleme haben. Also ich glaube, es ist sehr oft so, dass Leute, die kein Selbstvertrauen haben oder sonst irgendwie Probleme mit sich selber haben oder durch eine schwierige Zeit gehen oder so, dass diese Leute halt wirklich andere Leute runterziehen, um sich besser zu fühlen, was natürlich absolut keine Rechtfertigung ist und auch unterm Strich eure Probleme nicht löst. Also, ne? Das ist so das eine, dass es, glaube ich, oft so mit diesem mangelnden Selbstwertgefühl und eigenen Problemen zu tun hat. Auf der anderen Seite glaube ich, dass manche Leute einfach keinen netten Charakter haben. Das muss man halt einfach so sagen. Es gibt, glaube ich, einfach Leute,
die kriegen irgendwie so einen Kick, wenn sie andere Leute irgendwie beleidigen oder anderen Leuten schaden. Ich meine, na, gerade wenn du auch ein bisschen bekannter bist, sag ich mal, was jetzt bei mir nicht unbedingt so ist, aber bei ganz großen Streamern, die dann teilweise Leute vor ihrer Haustür stehen haben oder so, oder die dann irgendwie auf Conventions verfolgt werden oder hast du nicht gesehen. Ne, also ich glaube, es gibt leider auch einfach Leute, die Spaß dran haben, anderen Leuten zu schaden. Und das ist echt so bedauerlich, weil jeder möchte einfach nur eine schöne Zeit haben. Und wenn du dann irgendwie, du hast einen schönen Stream, alle verstehen sich gut und dann kommen da so ein paar Trolle daher und ziehen die ganze Stimmung runter und das Negative bleibt ja leider immer mehr hängen als das Positive. Das ist halt schon echt schade, aber es gibt einfach so Menschen und ich glaube, mit der Zeit, wenn man halt auch schon längere Zeit im Internet unterwegs ist, dann lernt man einfach, die Leute in die Tonne zu kloppen und gut ist. Mimi! Okay, wir sollen die anderen Pokémon retten. Hier ist auch noch ein Speicherpunkt. Den nehmen wir natürlich mit. Du hast wahrscheinlich überladen, ne? Das heißt, wir müssen leider einmal Luxio verwenden. Flupp! Aber dann können wir zumindest die Pokémon hier schon mal befreien. Ich weiß zwar nicht, wo die jetzt hinwollen. Vielleicht mit Pantimimi zusammen raus. Pantimimi kennt ja scheinbar den Weg. Aber zumindest haben wir die schon mal gerettet. Yay. Ich musste sehr lange lernen, auf die Meinung von mir unrelevanten Leuten zu pfeifen. Ich glaube, das ist aber auch... Jan, kannst du aufhören zu wackeln? Mein Monitor wackelt, wenn du an deinem Tisch wackelst. Oh, sorry. Ich glaube, das ist aber auch so ein ständiger Lernprozess, weil ich glaube, hundertprozentig diese Einstellung, es juckt mich zu 0%, was andere Leute sagen, kann man gar nicht 24/7 haben. Weil wenn man halt vielleicht gerade selber in einer schwierigen Situation ist oder man sich nicht so gut fühlt und dementsprechend empfänglicher für sowas ist. Also ich glaube, so 24/7 auf alles scheißen kann wahrscheinlich niemand. Das ist einfach so ein ewig andauernder Lernprozess. Aber ja, ganz ehrlich, man hat selber genug Probleme mit sich selber und mit seinem eigenen Leben. Da kann man nicht noch irgendwelche dummen Leute in sein Leben lassen, ne? So, was schmeißt du mir jetzt an den Kopf? Ach so, du machst das Ding einfach an. Die Anzeige steht auf Aufreihen. Moment, das kann nicht stimmen. Es muss natürlich auf Angriff stehen. Schnell am Regler drehen, zack und fertig. Huch. Im Zweifelsfall einfach aus dem Raum rausgehen. Geht immer. So, Kongiga war irgendwo hier. So, mit den sich teleportierenden Traumato natürlich ein Traum. Zertrümmern. Ja. So. Bevor da die ganzen Pokémon auf mich losgehen, erstmal direkt ausschalten. So, dann können wir den Raum jetzt auch in Ruhe erkunden. Das ist schon eine richtig geniale Mission. Jetzt bin ich nur nicht mehr ganz so gut aufgestellt. Also fangen wir uns noch mal ein paar Pokémon. Sonst fühle ich mich irgendwie so alleine. Aber die wichtigste Frage des Abends ist eigentlich, esse ich gleich nach dem Stream noch irgendwas? Das ist immer die wichtigste Frage des Tages. Jan hat das ganze Mittagessen auch verschlungen. Ich meine, es war ja auch für ihn.
Dementsprechend. Mal gucken. Irgendwas finde ich schon. Tackle. Essen geht immer, das stimmt. Ich meine, ganz zur Not kann man halt auch immer einfach eine Scheibe Brot essen. Also das, natürlich gibt es auch Leute, die kein Brot mögen, aber so an sich, ne, geht das eigentlich immer. Und ich habe noch ein bisschen Frischkäse im Kühlschrank. Laktosefreien Frischkäse wohlgemerkt. Bevor sich irgendwer wundert, warum ich da so inkonsequent bin. Aber der ist auch sehr lecker. Mal gucken. Ich hätte auch noch Pancakes. Ich habe letztens nach langer Zeit mal wieder Pancakes gemacht. Schoko-Bananen-Pancakes. Also quasi statt Ei ist da Banane drin, deswegen hat es so einen leichten Bananengeschmack. Aber die sind für mein Frühstück. Wenn ich die jetzt esse, habe ich morgen kein Frühstück. Das wäre irgendwie sehr traurig. Und ich kann mir nichts Dümmeres vorstellen, als morgens, wenn ich aufstehe und Hunger habe, erstmal mir Pancakes machen zu müssen. Deswegen mache ich die normalerweise immer irgendwie mittags oder so. Dass ich halt morgens erstmal was anderes esse, dann mache ich Pancakes, dann habe ich die nächsten Tage Pancakes, weil ich nicht morgens, wenn ich Hunger habe, erst backen möchte. Weil ich bin nicht gerade gut drauf, wenn ich Hunger habe. Sagen wir mal so. Hast du jetzt gekichert? Nicht gut drauf. Das Ja. ist so, als würde man sagen, ich rede ab und zu im Stream über Kacke. Da ist noch ein Leberback, da ist noch ein Maschok. Da ist ein angriffslustiges Traumato. Random Frage an den Chat. Was ist euer liebster Brotbelag? Bei mir wechselt das gefühlt jede Woche. Also ich mag einiges an Wurst, ich mag auch einiges an veganer Wurst, ich mag Marmelade, ich mag Nutella, ich mag Keksaufstrich, ich mag Frischkäse, aber ich mag keinen Scheibenkäse. Scheibenkäse ist diabolisch auf Brot. Aber das wechselt bei mir irgendwie immer. Gehacktes. Bah! Auf mein Frühstücksbrot. Bah! Gehackt, das ist für Kalb und Mett oder nicht? Ach ja. Es ist auch eklig. Ich verwechsel das immer, weil für mich ist Gehacktes das, aus dem Frikadellen sind. Und das gehört nicht auf Brot. Doch, eine Frikadelle. Aber Gehacktes ist halt das krümelige Zeug. Und das gehört nicht auf Brot. Ob es jetzt krümelig ist oder in der Form einer Frikadelle, Auch macht die keinen Frikadelle Unterschied. gehört nicht auf die Scheibe Brot. Ja, doch, Nein! Frikadellenbrötchen, hallo? Ja, vielleicht noch aufs Brötchen, aber nicht auf die Scheibe Brot. Das ist ein Unterschied. Dann hast du aber eine halbe Frikadelle, dann ist nicht so hoch. Also ich mag da seltsam sein, aber bei meinen Belegen, die ich gerne esse, unterscheide ich zwischen Brot und Brötchen. Ich finde zum Beispiel, ich mag Leberwurst, aber nur auf Brot. Auf Brötchen finde ich das echt nicht gut. Ja, ich bin seltsam. Flup. Ah. Nehmen wir dich noch mit. Nemet mag ich tatsächlich nicht. Weiß nicht, das finde ich irgendwie eklig. Also Met mag ich gar nicht und Scheibenkäse mag ich auch gar nicht. Also irgendwie so überbacken oder so oder auch Frischkäse, aber Scheibenkäse, ich weiß nicht. Kann ich mich nicht mit anfreunden tatsächlich. Oder Margarine unter Nutella. Irgendwas explodiert hier die ganze Zeit immer. Hallo? Sophie, du hast mein vollstes Mitgefühl dafür. Jan macht das nämlich auch immer. Und ich finde das halt legitim. Du schmeckst den Unterschied total, ob da Margarine drunter ist oder Ich liebe nicht. Margarine ja auch schmecken. Margarine Nein. schmeckt lecker.
Aber nicht in Kombination mit Nutella. Ja, doch, da ist recht. Ich weiß, ich finde das irgendwie einfach abartig. Würde Margarine auch pur essen, wäre es nicht so kalorienreich. Du würdest dich hinstellen und die Margarine löffeln? In kleinen Mengen, ja. Die Margarine lecker. Das schmeckt dir nur noch fett. Ja, nee. Also ich würde Nutella löffeln. Oder halt einfach nur ein Brot mit Margarine, von mir aus dann eben. Also Toast mit Margarine akzeptiere ich. Hefezopf mit Margarine ist auch lecker. Aber Margarine pur? Boah, so eine kleine Menge, das ist okay. Nee. Also das ist schon pervers. Also wie gesagt, so auf Toast oder auch auf eine Scheibe dunklem Brot oder so Margarine finde ich auch okay. Ne, aber... Ich meine, wie gesagt, jeder hat so andere Vorlieben. Also ich bin auch jemand, ich würde Gemüsebrühe löffeln. Also Gemüsebrühenpulver. Das würde ich machen. Jetzt auch nicht löffelweise, aber so ein bisschen. Ekelhaft. So. Dann hier hoch. Überladen. Oh, Voltoball wahrscheinlich. Okay. Kann ich... Au! Von hier unten an dich dran? Nee, leider nicht. Das hatte ich nicht gesehen, dass ich da überladen brauche. Hast du überhaupt überladen? Ja, okay. Okay. Ich löffel ja auch nicht tonnenweise Gemüsebrühe, aber ich finde so, wenn ich die irgendwo reinmache oder so und dann den Löffel ablecke oder so, das finde ich eigentlich ganz lecker. Oder irgendwie Nudeln mit Gemüsebrühe oder mit Maggi, finde ich auch okay. Nicht dauernd, aber mal so zwischendurch. Finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. Ich würde generell keinen Aufstrich löffeln. Kommt drauf an, also so Nutella oder Marmelade finde ich. Also ich würde mich jetzt nicht auf die Couch setzen und erstmal Nutella und Marmelade löffeln, aber mal so ein Löffelchen ablecken oder so finde ich eigentlich auch ganz lecker. Oder auch Frischkäse, aber tonnenweise würde ich halt auch nicht, ne? Also da muss man schon unterscheiden. Chip, Dankeschön für 35 Monate Treue auf Stufe 2. Super lieb von dir. Doch, Marcel. Doch. Doch. Dann möchten wir zerschneiden. Lauf, Elektrik, lauf. Fangen wir mal hier an. Hi, ne? Du heimlicher Schnüffler, du! Glaub bloß nicht, dass du mit den Pokémon verduften kannst, die wir entführt haben! Ich mag Voltilam. Oh, der Ruf ist auch so süß. Schön, dass die immer alle so auf einem Haufen stehen bleiben. Wobei ich Ampharos tatsächlich am schönsten finde von den dreien. Flup. Die haben Vulpix. Ich habe gerade in dem Moment an dich gedacht, tatsächlich, als ich die Vulpix gesehen habe. Na super, jetzt hast du es geschafft. Jetzt habe ich meine Standpauke vom Captain anhören. Schönen Dank auch. Hattest du zerschneiden? Nee, du hattest Tackle. Ich glaube, Vulpix fehlt im Verzeichnis noch. Also wirst du auch geschnappt.
Was mögt ihr lieber? Vulpix oder Alola Vulpix? Ich glaube, ich würde sogar zu Alola tendieren. Jetzt nur Vulpix, nicht Vulnona. Doch, ich glaube, ich würde Alola Vulpix nehmen. Obwohl beide toll sind, aber Eis und Schneefuchs sind schon beide extremst niedlich. So, da ist noch eine Tür. Da komme ich nicht weiter. Das ist schon ein sehr geiler Dungeon. Ach, guck mal, die haben Zerschneiden. Können die dann quasi einfach den Zaun durchbeißen? Ich glaube, bei Vulnona würde ich sogar die normale Variante nehmen, weil, das habe ich ja auch schon, glaube ich, öfters gesagt, ich finde, Alola Vulnona sieht auf den Artworks wunderschön aus und auf den Artworks alleine würde ich auch Alola Vulnona bevorzugen. Aber in-game finde ich es nicht ganz so hübsch, wie es sein könnte. So, dich nehme ich auch noch mal mit. Aber wer weiß, ob da nicht noch mehr Zäune kommen. Dann kann ich nämlich schon mal eben kurz den Zaun kaputt machen gehen, bevor es hier weitergeht. Aber du hast auf jeden Fall eine sehr große Auswahl an Pokémon, die du potenziell mitnehmen kannst, für Hindernisse oder auch für Pokestärken. Das ist cool. So, bitte einmal weg mit dem Zaun. Weil die Pokémon doch auch einfach aus ihrem Rad rausspringen könnten und dann quasi neben dem Hamsterrad einfach campen könnten, oder nicht? Weil jetzt, wo der Zaun weg ist, jetzt denken die sich so, ach, dann gehe ich halt einfach. Hätten die sich nicht vorher schon in den Gang zumindest stellen können? Weil die Hamsterräder sehen ja aus wie so lustige Lockenwickler. So, Magma habe ich ja schon. Habe ich Electek schon? Nee. Dann nehmen wir Electek auch noch mit. Das ist ein Punkt. Was machst du? Na, ich glaube, da möchte ich lieber nicht kreiseln. Das ist okay. Da kann ich drumrum. Es ist ja zum Glück nicht Ranger 1 Glurak. Ponita oder Galaponita? Galaponita, aber normales Galoppa, würde ich für mich sagen. Ich hatte sogar eins in meinem Team, als ich Schild zum ersten Mal gespielt habe. Gucken wir nochmal auf der anderen Seite einmal vorbei. Ach, guck mal. Die könnten hier ruhig mal ein bisschen Staub wischen. Wer ist da? Wieder so ein Nachtschattenschwachkopf? Oder doch ein Nachtschattentrottel? Ihr seid im Dunkeln so schwer zu unterscheiden. Du, Svenja? Was machst du denn hier? Ah, klar, du willst mich retten. Hervorragend. Aber der Reihe nach. Es ist zu dunkel hier. Dagegen müssen wir etwas tun. Du kannst dein Ziel nicht beseitigen, wenn du es nicht siehst. Irgendwo an Bord müsste ein Electek sein. Nun. Electek kann mit seinem Blitz diese Kabine erhellen. Sollte nicht allzu schwer sein. War das gerade der Ruf eines Electek? Du hast eins gefangen. Die Sache ist, so dunkel ist es da drin jetzt auch wieder nicht. Aber ja, das Erleuchten gibt es in dem Teil auch wieder. Im ersten Teil waren das ja, glaube ich, die Sterndu, die das machen konnten. Autsch, ist das hell, meine Augen. Aber allemal besser als die Dunkelheit. Im Dunkeln zu sein macht mich fertig. Würde mir nur wünschen, du hättest mich nie so gesehen. Wie ein gewöhnliches Paket verschnürt. Und Olli hat das ohne einen Piep ertragen. Ganz schön zäh, der Mann. Wäre gern wieder frei und unterwegs. Ich möchte wetten, die resolute Ute ist die einzige, die dieses Seil zerreißen könnte.
Sieht also so aus, als würden wir auch dafür die Hilfe eines Pokémon brauchen. Zerschneiden? Jawohl. Gut, dass ich dafür auch direkt ein passendes Pokémon dabei habe. Die Resolute Ute schon vor? Ja, die Resolute Ute kam direkt am Anfang schon vor. Die hat auch den ersten Kongiga aus der Ozeanhöhle rausgetragen. Ah. Danke. Hätte mir wirklich nie träumen lassen, dass du mich mal retten würdest. Da ist ja mein Fangkomm. Es beschämt mich, dass sie mir das Symbol der Ranger abnehmen konnten. Das zeigt mir, dass ich mich mehr anstrengen muss. Aber eins nach dem anderen. Erstmal den Fangkomm einschalten. Irgendwie vor 1 Million verpasste Anrufe. Jede Menge neue Mails im Posteingang. Die Leute haben versucht, mich zu erreichen. Hä? Und da kommt schon eine Nachricht. Voicemail, Voicemail! Hier ist Froderich in der Ranger-Vereinigung. Dein Fangkomm strahlt wieder ein Signal aus. Svenja muss also bei dir sein. Eure Signale sind deutlich zu erkennen. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, sagt uns bitte per Voicemail Bescheid. Chef, bin ich froh, dass du in Ordnung bist. Ich habe den Leuten mit dieser ganzen Sache eine Menge Sorgen bereitet. Mein Makuhita hat auch wegen mir gelitten. Tut mir leid, Kumpel. Wo war das eigentlich? War das auch mit eingepackt? Maku! Aber jetzt können sie sich auf was gefasst machen, damit wir Team Nachtschatten nicht durchkommen. Ich sage, es ist höchste Zeit, dass Urs zum Gegenangriff bläst. Wir müssen ihnen zuerst die Kontrolle über das Schiff entreißen. Wir gehen zur Brücke und übernehmen das Kommando. Er saß drauf. Yikes! Vielleicht war es in einer Kiste eingepackt? Oder so? Ich hoffe, er saß nicht drauf. Weil Urs ist wahrscheinlich mit all seinen Muskeln auch ziemlich schwer. Ich meine, es hat 8 Leute gebraucht, ihn zu fesseln. Das sagt eigentlich schon alles. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, aber ich glaube, ich würde hier gerne Pause machen, weil ich so langsam merke, dass ich nicht mehr so viel Stimme habe, weil das doch ein sehr textlastiges Projekt ist. Ich weiß, es ist der Omega-Cliffhanger und ich mache das eigentlich voll ungern in der Mission, aber ich weiß, es kommt auf jeden Fall noch ein Bosskampf an Bord und da müssen wir erstmal hin. Und ich weiß, es kommt danach noch eine ganze Szene in diesem Frachtschiff. Und dann sind wir quasi erst wieder an Land. Deswegen, das wird vermutlich noch so mindestens ein halbes Stündchen dauern, bis wir da durch sind. Deswegen, ich mache eigentlich ungern in der Mission Schluss. Aber wie gesagt, zum einen kommt, glaube ich, noch ein bisschen was. Zum anderen merke ich langsam, dass ich nicht mehr ganz so viel Stimme habe. Deswegen entschuldige den Cliffhanger. Aber ja, dann machen wir das Frachtschiff und die Mission beim nächsten Mal auf jeden Fall fertig. Ich hoffe, das ist okay. Ist ja auch schon halbwegs spät heute. Und Sagalon, danke, dass du zum Schluss noch deinen Sub rausgehauen hast. Super lieb von dir. Aber ja, ich finde, wir haben heute auf jeden Fall trotzdem gut was geschafft. Wir haben ja auch viele Aufträge gemacht. Wir sind in die Brodelanden gereist, haben den Vulkan gemacht und haben jetzt zumindest Urs schon mal gerettet. Der muss nicht bis nächste Woche warten. Aber das Verprügeln des Captains muss noch ein bisschen warten. Aber ja, ich fand das für heute eigentlich wieder ganz cool.